Ihr Lieben, hier ist Juliane von Kulalu. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem kleinen Anleitungsvideo. Und zwar wollen wir euch heute aus unserem neuen Buch Kulalu Kuschelfreunde, erschienen im Top Verlag, zeigen, wie man die Elefantendame Ellie näht. Und das hier ist Ellie und Ellie hat was ganz Besonderes. Und zwar ist sie Kuscheltier und Kuschelkissen zugleich. Die wird hier unten mit einem Verschluss zugemacht. Und dann kann man die aufmachen und hat ein ganz tolles Kissen, um sich darauf auszuruhen. Perfekt für lange Autofahrten oder Urlaube. Und von daher ist es echt eine ganz coole Sache. Und wir wollen euch heute zeigen, wie ihr Ellie ganz einfach nachnähen könnt. So, dann zeige ich euch direkt, was ihr alles an Material für Ellie braucht. Und zwar habe ich hier schon die zugeschnittenen Stoffstückchen. Das ist einmal für den Körper. Da habe ich vorher H630, also ein Volumenvlies, aufgebügelt, damit ich später keine Beulen habe, wenn ich das Kissen stopfe. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Und dann die ganzen einzelnen verschiedenen Stoffstücke für das Gesicht und die Ohren und den Verschluss. Für die Teile, die mit Flisofix appliziert werden, habe ich hier noch die rechteckigen Stoffstückchen und den Schwanz mache ich aus einem Stück von unserem Plüsch. Dann braucht ihr Flisofix. Ich habe noch einen Stickvlies zum Stabilisieren und die Avalon-Filmfolie, weil ich wie gesagt mit Plüsch arbeite. Und dann verschiedene Garnfarben, ein Stück Zackenlitze für oben die Satteldecke, die Campsnaps für den Verschluss, dann Sicherheitsaugen für die Augen vom Elefanten und etwas Sticktwist, um die kleinen Details im Gesicht aufsticken zu können. So, dann zeige ich euch noch, was ihr alles an Hilfsmitteln braucht. Und zwar zum einen eine Campsnap-Zange, damit ihr den Verschluss anbringen könnt. Dann habe ich verschiedene Scheren. Ich habe einen Aquafixierstift, mit dem ich die Zackenlitze auf der Satteldecke festmachen werde, bevor ich es annähe. Dann habe ich einen Aquatrickmarker, mit dem ich mir das Gesicht vorzeichnen werde, damit ich es genauer applizieren und sticken kann. Und ich habe eine Ahle bzw. einen Nahtrenner, der hier oben so eine kleine Spitze hat. Mit dem kann ich mir die Löcher für die Sicherheitsaugen vorstechen. Dann braucht ihr auf jeden Fall ein Bügeleisen. Und natürlich den Vorlagenbogen aus dem Buch, um die Teile zum Applizieren abzuzeichnen. Dazu habe ich noch einen kleinen Tipp, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr die Vorlagenteile von diesem Schnittmusterbogen so abgezeichnet bekommt, dass ihr sie auf den Stoff übertragen könnt, dann könnt ihr einfach mal in unser Frag Kulalu Video Folge 4 reinschauen, da erklären wir das auch nochmal genau. So, und dann kann es losgehen. Gut, dann fangen wir als erstes an und zeichnen uns die zu applizierenden Stoffteile auf Flisofix auf. Und zwar habe ich hier den Schnittmusterbogen und die Teile ist einmal hier für dieses innere Ohr, dann die Bäckchen und hier diese Satteldecke. Ich zeichne mir alles direkt auf einmal ab, weil das ist dann quasi ein Arbeitsgang und so kann ich mir es sparen, dann später den Bogen nochmal rauszuholen. Und ich lege dann einfach das Flisofix mit der rauen Seite nach unten auf die Vorlage und zeichne das Ganze mit einem Stift nach. So, damit habe ich jetzt alle Teile übertragen und jetzt kann ich das Ganze auf die entsprechenden Stoffstückchen aufbügeln. So, jetzt büge ich mir als erstes das Flisofix-Teil für die Satteldecke auf den entsprechenden Stoff. Und zwar nehme ich dafür die Rückseite vom Stoff und lege das Flisofix mit der rauen Seite nach unten da drauf. Und jetzt kann ich das Bügeleisen nehmen und das Flisofix Stück für Stück durch leichtes Drücken anbügeln. So, und jetzt seht ihr schon, dass das hier fest auf dem Stoff drauf ist. Genauso soll es auch sein. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit den anderen Stoffstückchen. Zwar habe ich da ja noch die Ohren.
Bäckchen, die mache ich auch in diesem Orangeton. Die bügele ich einfach gerade hier drunter. So. Damit habe ich jetzt alles aufgebügelt. Nun kann ich die als nächstes ausschneiden. So, damit habe ich jetzt alle Fliesenfixstückchen fertig und die sind dann bereit, um die in den entsprechenden Arbeitsschritt mit zu applizieren und aufzubügeln. Gut, dann fangen wir als erstes an, die Ohren zu nähen. Dafür nehme ich mir meine beiden Stoffstückchen, auf die ich eben das Fliesenfix appliziert habe, und mache hinten die Folie vom Fliesenfix ab. So. Und dann kann ich das mittig hier auf den Ohren platzieren. So. Und nun wird das Ganze auf den Stoffstücken für die Ohren festgebügelt. Damit sind die Stoffstückchen jetzt hier fest drauf und ich kann die im nächsten Schritt mit einem Zickzackstich nochmal festnähen. Wir werden jetzt diese Stoffkanten hier von diesem Innenohr mit einem Zickzackstich übernähen. Und damit uns dabei der Stoff nicht verzogen wird durch den Zickzackstich, bringe ich auf der Rückseite noch ein Stück Stickvlies an. Das ist im Prinzip dafür da, dass der Stoff sich nicht verzieht beim Nähen. Und ist wirklich eine ganz gute Stabilisation, um eine saubere Naht zu kriegen und dass der Stoff sich eben nicht irgendwie komisch wellt. So. So, das ist ein Reißvlies, das heißt, das kann ich hinterher, wenn ich den Zickzackstich gemacht habe, wieder abreißen und habe dadurch fast gar keine Überreste. Und was jetzt noch fehlt, ist das Avalon. Das ist auch ein Stickvlies und das benutzt man, wenn man mit höherflorigen Stoffen arbeitet, wie eben zum Beispiel mit Plüsch. Und es verhindert, dass wenn man jetzt hier mit der Zickzacknaht drumherum geht, dass sich die Härchen quasi aufstellen und in die Naht reinkommen. Und mit diesem Avalon-Vlies kann man das verhindern, dass es eben eine wirklich schöne, saubere Zickzacknaht wird. So, jetzt lege ich das Stoffstück für das Ohr zusammen mit dem Avalon obendrauf unter meinen Nähfuß und habe mir jetzt einen Zickzackstich eingestellt von 3 in der Länge und 0,7 Breite. Und jetzt nähe ich diese Stoffkante von diesem applizierten Innenohr mit einem Zickzackstich über. So, jetzt kann man gut erkennen, dass diese Stoffkante im Prinzip unter dem Zickzackstich verschwunden ist und das Avalon kann ich jetzt einfach abreißen und der Rest wird dann durch die erste Wäsche quasi entfernt. So, dann kann ich auch das Stickvlies hinten abreißen.
und habe jetzt eine schöne, saubere Applikation. So, das Ganze habe ich jetzt für beide Ohren gemacht. Also ich habe auf beiden Ohren jeweils das Innenohr appliziert und jetzt kann ich diese Teile mit den Rückseiten der Ohren zusammenstecken. Dafür lege ich die rechts aufeinander und stecke mir das Ganze an den Stoffkanten mit ein paar Nadeln zusammen. So, und jetzt kann ich die Ohren hier entlang der äußeren Kante mit einem einfachen Geradstich zusammennähen. Die Bändeöffnung hier unten bleibt dabei offen. So, hier sind beide Ohren zusammengenäht und ich habe im nächsten Schritt hier die Nahtzugaben noch keilförmig eingeschnitten. Denn wenn ich die Ohren jetzt wende, kann ich die Stoffkanten dadurch richtig schön glatt legen und der Stoff, also beziehungsweise die Nahtzugabe, die jetzt hier innen liegt, bildet quasi keine Wellen und dadurch wird das Ohr schön glatt. So, damit sind die dann schon fertig zum Einnähen. Nun kann es weitergehen mit dem Gesicht von unserem Elefanten. Und zwar habe ich dafür mir eine kleine Positionierungsvorlage gemacht. Im Prinzip ist das die Vorlage aus dem Schnittmuster und daraus ausgeschnitten die einzelnen Elemente des Gesichtes, also die Bäckchen, der Mund und die Augenbrauen. Und das kann ich mir jetzt auf mein Stoffstück legen, und zwar auf die rechte Stoffseite. Und mit einem Trickmarker zeichne ich mir diese Elemente jetzt nach. So kann ich dann, wenn ich jetzt gleich appliziere bzw. die einzelnen Elemente sticke oder mit der Nähmaschine mache, die genaue Position rausfinden. Die Wimpern übertrage ich mir jetzt hier nicht, weil ich werde eine Variante ohne Wimpern machen, damit die Elli ein bisschen mehr wie ein Ello aussieht. So, dann werde ich jetzt als erstes die Bäckchen, die wir vorhin auf das Visufix übertragen und auf den Stoff aufgebügelt haben, hier auf die Gesichter aufbügeln. Dazu lege ich das, wie auch schon bei den Ohrinnenteilen, einfach auf den Stoff und bügle das ein paar Sekunden fest. So, und jetzt kann ich, genau wie bei den Ohrinnenseiten, das Ganze mit einem Zickzackstich umranden. So, jetzt kann ich mir das Ganze unter den Nähfuß legen und ich habe vorher hier wieder ein bisschen Stickvlies drunter geklebt und obendrauf kommt wieder eine Lage Avalon-Film, damit ich wirklich eine schöne, saubere Zickzacknaht erhalte. Und ich habe natürlich die Garnfarbe in Orange gewechselt, damit man die Naht nicht so genau sieht. So.
jetzt bin ich einmal drumherum. Jetzt kann ich mir die Fäden auf die Rückseite durchstechen und hinten verknoten. So, und jetzt nähe ich noch hier die Mundlinie, die ich mir vorhin vorgezeichnet habe, ebenfalls mit einem Zickzackstich. Allerdings stelle ich mir den ein bisschen enger, damit ich wirklich eine ziemlich durchgezogene Linie bekomme. Bei mir ist das 0,4 und ich mache auch ein bisschen schmaler, 2,5. Schon habt ihr den Mund hier auf dem Stoff. Wenn eure Linie nicht richtig durchgezogen ist, dann könnt ihr zur Not auch noch ein zweites Mal einfach zurücknähen, damit ihr wirklich eine schöne Linie bekommt. Und damit haben wir Mund und Bäckchen schon fertig und jetzt sticken wir noch die Augenbrauen. So, ich habe mir jetzt von diesem braunen Sticktwist hier ein Stück auf eine Handnähnadel gezogen und damit werde ich jetzt die Augenbrauen sticken. Dazu mache ich erstmal einen Knoten und dann steche ich einfach von hinten durch den Stoff nach vorne. Und für die Augenbrauen brauche ich tatsächlich nur einen einzigen Stich, der ungefähr 5 mm lang ist. Und dann kann ich das Ganze auch schon verstechen. Wenn ihr jetzt die Variante mit den Wimpern macht, dann würdet ihr jetzt noch die Wimpern hier, genauso wie ihr die Augenbrauen gestickt habt, auch aufsticken. Ich werde, wie gesagt, eine Variante ohne Wimpern machen, weil ich gerne zu meiner Ellie noch einen Ello hätte. Wenn ihr jetzt für beide Gesichtshälften die Bäckchen, den Mund und die Augenbrauen angebracht habt, dann können wir die beiden Gesichtshälften zusammennähen. Dafür legen wir die wieder rechts aufeinander und stecken die uns mit ein paar Nadeln zusammen. Achtet hier unten darauf, dass die beiden Mundlinien genau aufeinandertreffen. Und jetzt können wir die beiden Gesichtshälften entlang dieser Linie zusammennähen. So, und jetzt schneide ich hier schon mal in den Korben die Nahtzugaben ein.
So, jetzt habe ich meinen Vorderkopf hier schon mal gewendet, denn jetzt werden wir hier an den vorgezeichneten Stellen die Sicherheitsaugen anbringen. Dafür steche ich mir mit der Ahle, beziehungsweise ich nehme heute mal den Nahtrenner, ein Loch in die Mitte der vorgezeichneten Augen, aber wirklich nur ein kleines, sodass ich jetzt das Sicherheitsauge mit dem Schaft da durchstecken kann. Das Ganze ist ein bisschen fummelig. Ihr müsst aber eben auch aufpassen, dass ihr das Loch nicht zu groß macht, denn sonst reißt euch das Auge aus. So, da kommt es durch. So, habe ich das durchgesteckt. Und jetzt muss von hinten diese Sicherheitsscheibe draufgesteckt werden. Je kleiner die Sicherheitsaugen sind vom Durchmesser, die ihr nehmt, umso schwieriger ist das mit dem Draufstecken. Also teilweise muss man da ein bisschen hohe Gewalt anwenden, damit man das da gut drauf bekommt. Aber es soll natürlich auch wirklich sicher sein und dementsprechend ist es natürlich auch schwer, die da drauf zu machen. Und das Ganze mache ich jetzt für die andere Seite auch noch. So, sind sie beide dran. Und jetzt können wir die Ohren anbringen. Ich nehme mir jetzt eins von unseren schon fertig genähten Ohren und stecke die auf die rechte Stoffseite mit der späteren Ohrvorderseite nach unten liegend auf dem Kopf fest. Ihr könnt hier die entsprechenden Markierungen benutzen, die ihr auf der Stoffrückseite habt. Und jetzt stecke ich mir das hier so fest und das gleich mit einem Heftstich auf der Nahtzugabe festzunähen. So, und jetzt nähe ich hier entlang dieser Kante innerhalb der Nahtzugabe, also mit ungefähr 0,5 cm Abstand zur Stoffkante entlang, damit die Ohren schon am Kopf festgenäht sind und mir später beim Zusammennähen nicht verrutschen können. Als nächstes können wir nun die beiden Hinterkopfteile zusammennähen. Dafür lege ich die wieder passgenau rechts aufeinander und stecke mir die hier an dieser Hinterkopfkante mit Nadeln zusammen.
Und genau an dieser Kante nähen wir die nun auch fest. Jetzt haben wir den Vorderkopf soweit fertig und den Hinterkopf auch. Und jetzt können wir die beiden Teile zusammennähen. Dafür legen wir die wieder rechts auf rechts zusammen und stecken die entlang der äußeren Kante mit Nadeln aufeinander fest. Ich fange hier immer an der Mitte oben an und an den Seiten und danach mache ich den Mittelteil zwischen diesen beiden Punkten. So, und jetzt können wir Vorder- und Hinterkopf entlang dieser Kante hier zusammennähen. So, jetzt könnt ihr hier noch die Nahtzugaben einschneiden und den Kopf danach wenden. Wir sind nun mit dem Kopf von unserem Elefanten fertig und deshalb geht es jetzt weiter mit dem Kissenkörper. Und zwar müssen wir dafür als allererstes die Satteldecke auf die spätere Kissenrückseite aufbügeln. Das ist die mit dem runden Halsausschnitt. Ich habe mir hier die Position von der Satteldecke wieder ungefähr vorgezeichnet und ich habe hier das Stück für die Satteldecke, da habe ich das Fisofix, also die Folie vom Fisofix schon abgezogen und kann das Ganze nun einfach auf dem Stoff festbügeln. So, und nun können wir die Stoffkante hier, wie vorhin auch schon, wieder mit einem Zickzackstich umranden. Das Stoffstück für die Satteldecke haben wir jetzt fertig appliziert und jetzt nähen wir die Zackenlitze fest. Damit wir diese richtig positionieren können, werde ich mir die mit einem wasserlöslichen Textilklebestift hier auf der Satteldecke festkleben. Und zwar nehme ich mir dazu einfach ein Stück Papier und streiche die Rückseite der Zackenlitze nur mit dem Fixierstift ein. Und dann fange ich an, das ungefähr mit einem Zentimeter Abstand zur Stoffkante auf dem Stoff für die Satteldecke festzukleben. Der Vorteil einer Zackenlitze ist, dass man die hier eben gut um diese Kurve legen kann. Ansonsten könnt ihr natürlich aber auch ein anderes Band verwenden. Wenn das ein bisschen beweglich ist, dann kriegt ihr das auch um die Kurve. So.
So, jetzt drehen wir gleich einmal rum. So, und wenn wir jetzt hier am Anfang wieder angekommen sind, dann schneiden wir ein Stück dahinter die Zackenwitze ab und knicken diesen Teil ein. Da mache ich dann wieder ein bisschen Textilkleber drauf. So. Und klebt es jetzt so fest, dass das über dem Anfang von der Zackenlitze quasi drüber liegt. Und so habe ich keine offene Kante, die eventuell ausfransen könnte. Dadurch, dass es jetzt hier halbwegs drauf fixiert ist, kann ich jetzt hier mittig auf der Zackenlitze einmal drum rumnähen und die Zackenlitze damit halt auf der Satteldecke richtig festnähen. Als nächstes werden wir jetzt die Stoffstückchen für den Verschluss zusammennähen. Dafür legen wir die jeweils rechts aufeinander und stecken die mit einer Nadel zusammen. Und jetzt können wir die an drei von den vier Kanten zusammennähen. Die Bändelöffnung bleibt dabei quasi offen. So, und dann können wir hier noch die Nahtzugabe an den Ecken abschneiden. Und die Verschlussteile wenden. Ich nehme mir hier zum Ausformen der Ecken meine Schere mit zur Hilfe. Könnt aber auch einen anderen spitzen Gegenstand nehmen. Verschlussteile kann ich nun auf der späteren Körperrückseite feststecken. Und zwar nutze ich dazu hier wieder die Markierung auf der Rückseite und lege das einfach mit der Seite mit der Wendeöffnung bündig an die Stoffkante vom Körper und stecke mir das mit einer Nadel fest. Auf der anderen Seite genauso. So. Und bevor wir das jetzt gleich innerhalb der Nahtzugabe festnähen, mache ich aber noch schnell den Schwanz. Und zwar könnt ihr dafür ein einfaches Bändchen nehmen oder aber ihr macht euch ein Stück Stoffgarn oder auch Jerseynudel genannt. Und zwar schneidet man dafür einfach einen dünnen Streifen aus einem elastischen Stoff zu und der rollt sich dann durch Ziehen ein. Und das könnt ihr überprüfen, indem ihr einfach mal hier so zieht an eurem Stoff und dann seht ihr schon, dass sich diese Kante einrollt. An dieser Kante ist es nicht so, da tut sich gar nichts. Aber diese Kante hier rollt sich schön ein. Und deshalb schneide ich mir hier einen ungefähr 1,5 bis 2 cm breiten Streifen ab. Und wenn ich an dem jetzt ziehe, habe ich eine schöne Jersey-Nudel. Obwohl es ja kein Jersey ist, sondern ich habe hier ja Plüsch verwendet. Aber das funktioniert mit dem Plüsch, da der auch elastisch ist, genauso. Und das benutze ich jetzt als Schwanz. Ich nehme ein Stück ab und lege mir das jetzt hier an der Position von dem Schwanzteil
an und stecke das ebenfalls mit einer Nadel fest. So, einkürzen tue ich dann später, wenn ich genau weiß, wie lang der sein muss. Und jetzt kann ich diese drei Teile innerhalb der Nahtzugabe auf den Kissenkörper festnähen. So, ich habe jetzt die beiden Verschlussteile und den Schwanz auf der Nahtzugabe festgenäht und jetzt nehme ich mir die spätere Vorderseite des Kissenkörpers und lege die rechts auf rechts auf die Rückseite. Und jetzt kann ich das Ganze mit Nadeln zusammenstecken. So, und jetzt können wir die beiden Kissenteile zusammennähen und zwar lassen wir dabei aber die Wendeöffnung und die Öffnung hier oben am Hals aus. Ihr könnt auch von dieser Seite nähen, wenn euch das leichter fällt, weil man hier ein bisschen die Halsöffnung besser sieht. Wir haben den Kissenkörper jetzt soweit fertig genäht und jetzt können wir den Kopf von unserem Elefanten in diesen Halsausschnitt einnähen. Das Ganze ist ein bisschen knifflig, aber wenn ihr das Schritt für Schritt macht, klappt das eigentlich ganz gut. Und zwar müsst ihr die Naht zwischen den beiden Vorderkopfseiten von dem Elefanten rechts auf rechts auf die Mitte von der späteren Körpervorderseite legen. Das ist die mit dem geraden Halsausschnitt. Und das Ganze macht ihr im Prinzip so und steckt diesen Punkt mit einer Nadel zusammen. Dann habt ihr quasi schon mal den Anfang. Und dann steckt ihr einfach den Kopf vom Elefanten in den Halsausschnitt rein. Und dann könnt ihr den Rest zusammenstecken. Und zwar würde ich mir als nächstes dann die Naht zwischen den beiden Hinterkopfteilen nehmen und hier vorne mit dem ehemaligen Stoffbruch an dieser runden Halsöffnung feststecken. So, und dann geht ihr einfach hier ganz normal Kante an Kante entlang und steckt euch den Hals mit dem Kissenkörper mit Nadeln zusammen. So, damit ist jetzt die ganze Halskante abgesteckt und jetzt können wir Kopf und Hals an dieser Stelle zusammennähen. So, ich fange jetzt hier auch an dieser Stelle an
Und ihr müsst hier wirklich relativ langsam nähen, weil die Öffnung ist nicht so groß. Das heißt, ihr müsst den Stoff immer schön mitschieben. Und unseren Elefanten durch die Wendeöffnung wenden. So, bevor wir unseren Elefanten jetzt gleich stopfen, bringe ich noch die Verschlüsse hier an den kleinen Verschlussstellen an. Ich mache das mit zwei Kämmsnips und steche mir da zuerst ein kleines Loch vor und dann bringe ich die Caps an. Und dann probiere ich, wie das mit dem Schließen funktioniert. Und zwar muss das dann so aufeinander liegen. Das heißt, ich muss den zweiten Kämmsnip so rum anbringen, dass der so schließt. Deshalb macht man das auch hinterher und nicht schon vor dem Zusammennehmen vom Elefanten, weil so kann man es einfach nochmal genau überprüfen, nicht, dass man die Teile nachher verkehrt rum dran hat. Und es nicht zu schließen ist. So. Passt. Dann können wir den Elefanten jetzt stopfen. So, ich stopfe hier als erstes den Rüssel vom Elefanten. Da könnt ihr euch auch einen Stift oder einen länglichen Gegenstand zur Hilfe nehmen, um das wirklich auch in die Spitze vom Rüssel zu kriegen. So. Und dann den Kopf. Und jetzt nähe ich die Wendeöffnung hier noch mit einem Matratzenstich zu. Ich nehme dazu jetzt ein Kontrastgarn bzw. Sticktwist, damit ihr das gut erkennt. Normalerweise würdet ihr das natürlich in der gleichen Farbe machen wie der Stoff.
So, das Einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist den Schwanz zu kürzen. Und dafür mache ich unseren Eli jetzt mal zusammen in festen Stand. So. Und da sehe ich jetzt quasi ungefähr, wie lange ich den Schwanz haben möchte. Und ich mache mir hier dann einfach einen Knoten. So. Und schneide mein Band dahinter. So. Und damit ist mein Elu fertig. So, damit hat unsere Elli endlich einen Elo zum Kuscheln bekommen, mit dem man aber natürlich auch ohne die Elli super kuscheln kann. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und dass euch das Ganze auch Spaß gemacht hat. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese süßen Kuscheltiere zu verschenken. In unserem Buch findet ihr noch 19 weitere Modelle, wie zum Beispiel den Igel oder die Eule, was ihr hier auch auf dem Cover seht. Von daher, das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Alles ist super genau erklärt mit vielen Bildern. Und von daher, wenn ihr Spaß am Kuscheltiere nähen habt, dann legt euch das Buch zu. Wir würden uns riesig freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Nähen. Tschüss!